Herzlich willkommen, liebe Kreuzfahrtfreunde. Im Namen von Kuni Cruises und Silversea Cruises begrüße ich euch herzlich zu unserem Vortrag Silversea Cruises und der ersten virtuellen Reisemesse Land in Sicht. Schön, seid ihr dabei. Mein Name ist Cornelia Gemperle. Ich bin schon seit vielen Jahren für Kuni Cruises tätig. Ich und mein Spezialistenteam haben eine grosse Leidenschaft für Schiffsreisen auf dem Meer, aber auch auf dem Fluss. Wir haben ja an dieser Messe hier einen Stand, wo ihr uns gerne dürft, besuchen dürft. Wir, wie ich sage, ein Spezialistenteam, wir verbringen selber auch oftmals Ferien auf dem Wasser. Bei uns am Stand beraten wir euch neutral beraten. Wir kennen sehr viele Reedereien selber aus eigener Erfahrung. Wir können euch ganz klar die Unterschiede, die Vorzüge oder vielleicht die Nachteile vom einen zum anderen Produkt sagen. Was ihr bei uns auch findet, sind die tagesaktuellen Reedereipreise. Also es ist nicht günstiger bei der Reederei oder in Deutschland zu buchen. Das sind die offiziellen Preise. Ihr könnt auch wählen, ob ihr wollt in Schweizer Franken, Euro oder je nach Reederei auch in US-Dollar eure Reise wollt zahlen. Heute durch die Präsentation wird uns Kirstin Ritter von Silversea Cruises in Frankfurt führen. Sie ist auch schon manches Jahr in der Kreuzfahrtbranche tätig und auch schon einige Jahre bei Silversea und kennt das Produkt auch in- und auswendig. Silversea Cruises, ursprünglich eine italienische Luxusreederei in Familienbesitz. Mittlerweile gehört es aber auch einem grösseren Konzern aus den USA an. Das werdet ihr dann auch noch hören. Kleine Boutique-Schiffe, ich habe es gesagt, Luxusbereich bis ca. 500 Passagiergröße. Sie haben aber auch kleinere Schiffe in der Flotte, wo wir dann um die 250 Passagiere haben oder teilweise sogar noch kleiner. Das sind die Expeditionsschiffe, wo man dann ein bisschen auf die außergewöhnlichen Routen geht. Ja, auf dem Silversea-Schiff wohnt ihr in Suite. Ihr habt quasi jede Mahlzeit, die ihr einnehmt, ist ein Gourmet-Menü, so fantastisch wie gekocht. Und dazu wird natürlich auch immer ein exklusiver Wein serviert. Silversea Cruises ist ein All-Inclusive-Produkt, also ihr habt die Gourmet-Essen bereits dabei. Bei den Expeditionen sind dann auch die Ausflüge bereits inklusive. Ich habe schon ein paar Schiffsreisen mit Silversea dürfen machen, sei es mit den Hochseeflotten oder auch mit den Expeditionsschiffen. Für mich ist immer wieder ein Highlight der Hotstone an Bord. Das ist heißer Stein, ein gutes Filet. Am Pool, ob jetzt das in der Arktis oben ist mit der dicken Winterjacke oder irgendwo in Mikronesien an der Wärme und unter einem schönen Sternenhimmel, immer wieder ein Highlight. Wie auch, wenn das mal, wenn man wieder zurückkommt an Bord, die familiäre Atmosphäre von der Crew, die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, die ihr könnt geniessen könnt. Während der Präsentation möchte ich noch hinweisen, könnt ihr gerne Fragen stellen über eine Chatfunktion, wo wir euch dann auch gerade laufend beantworten. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Kerstin Ritter, die euch auf die schönen Boutique-Schiffe wird entführen und euch auch noch die Neuigkeiten wird präsentieren. Gute Unterhaltung! Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Vortrag von Silversea Cruises und Kooni Cruises auf der virtuellen Messe Land in Sicht. Ja, mein Name ist Kirstin Ritter und ich bin zuständig für die Schweiz in der Betreuung der Reisebüros und gleichzeitig betreue ich auch in Frankfurt unseren Innendienstbereich von Silversea Cruises. Ja, ich möchte Ihnen gerne unsere kleinen, feinen Luxusschiffe heute näher bringen. Einige von Ihnen kennen uns sicherlich schon, aber auch hier, wir haben immer etwas Neues zu berichten und darauf freue ich mich jetzt, ein paar Minuten mit Ihnen hier in die Welt von Silversea einzutauchen. Gegründet wurden wir 1994 von unserem damaligen Eigner Antonio Lefebvre d'Ovidio. Eine italienische Familie waren damals ansässig in Rom und haben sich aber schon vor vielen Jahren entschieden, nach Monaco umzuziehen. Daher ist auch unser heutiger Firmensitz immer noch in Monaco. Die Vision war, kleine Luxusschiffe mit viel Platz für wenig Gäste
zu kreieren. Diese Idee hatte er dann auch umgesetzt 1994 und unser erstes Schiff, die Silver Cloud, welche immer noch in unserer Flotte ist, ja, wurde dann als erstes zu Wasser gelassen. Wir sind auch seit 10 Jahren Pioniere im Expeditionsbereich, darauf sind wir sehr stolz, haben auch hier eine eigene Flotte nur für die Expeditionsreisen. Ja, und damit Sie einen kleinen Einblick schon mal bekommen von unseren wunderschönen Schiffen, hier ein paar lebende Bilder. Let us take you to 900 special places. Or maybe even more. There's nothing like them in the world. And trust us, we've seen the world. Almost every corner of it. For you. Let us take you there in style. Wherever you go, you'll find us in your home on board. We'll be there for your needs, even before they arise. A unique home, small enough to remain personal. And to get closer to the authentic beauty of the world. And we'll make you taste the excellence, the great diversity and freshness of our selections, through the savvy of our chefs. And while you explore all the privileges we have included, you'll find that the real luxury is in the moments, the places, the memories you'll keep. And that is what we're all about. Und nun habe ich natürlich gerade vergessen, mich wieder live zu schalten. Entschuldigen Sie bitte vielmals, ich war gerade dabei, Ihnen von unserer Flotte zu berichten. Also, die Silver Cloud kam bei uns in die Flotte 1994. Dann kam die Silver Wind 1995, das Schwesterschiff mit 296 Gästen. Ja, und auch die Silver Wind wird in diesem Jahr in den Expeditionsbereich mit aufgenommen, wird umgebaut in diesem Sommer und wird dann ab Winter 2021/22 in der Antarktis für uns unterwegs sein. Im Jahre 2000 kamen die Silver Whisper und die Silver Shadow hinzu. Die Silver Whisper mit 386 Gästen, so auch die Shadow. Die Silver Whisper ist bis einschließlich 2022 unser Weltreisenschiff. Die Silver Shadow wird dann das erste Mal 2023 für uns die Weltreise machen. Dann kam im Jahre 2010 die Silver Spirit mit 540 Gästen hinzu. Hier haben Sie vielleicht schon mal davon gehört. Wir haben dieses Schiff im Jahre 2018 in der Mitte durchgeteilt, weil wir sie ein Stück verlängern wollten, haben 15 Meter eingebaut. Und nun darf sie mit 608 Gästen für uns fahren. Dann kam im Jahre 2017 das Schwesterschiff, die Silver Muse, hinzu. Und worauf wir sehr stolz sind, dass trotz der Pandemie im letzten Jahr ohne Verzögerung uns die Silver Moon ausgeliefert werden konnte. Sie ist natürlich leider bis dato noch nicht gefahren, aber wir hoffen und denken positiv, dass wir sehr bald auf die Jungfernfahrt gehen können und die ersten Gäste begrüßen dürfen. Ja, in diesem Jahr kommt dann noch das weitere Schwesterschiff der Silver Moon hinzu, die Silver Dawn. Sie wird planmäßig im November ausgeliefert. Und dann gibt es etwas ganz Besonderes, die Silver Evolution Class. Lassen Sie sich überraschen, da kommen ganz tolle Schiffe ab dem Jahr 2022 und 2023 noch hinzu. In unserem Expeditionsbereich sieht es aktuell so aus. Wir haben die Silver Explorer mit 144 Gästen, fährt hauptsächlich für uns die Arktis.
ferner Osten Russlands, aber auch wunderschöne Regionen in der Südsee. Also ein ideales Schiff für wunderbare kleine Expeditionskreuzfahrten. Dann, wie gesagt, die Silver Cloud, jetzt als Expeditionsschiff für uns unterwegs mit 254 Gästen, hauptsächlich auch in den Polarregionen. Und dann, auch da sind wir sehr stolz, dass die Silver Origin letztes Jahr pünktlich ausgeliefert werden konnte im Juli. Und auch dieses Schiff freut sich darauf, dann endlich die Galapagos-Inseln für uns befahren zu dürfen. Was macht Silver Sea aus in den Suiten-Kategorien? Wir haben keine Kabinen, wir haben keine Innenkabinen, das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben nur Suiten, für alle Gäste nur Suiten. 85% unserer Suiten sind mit eigener Veranda. Wir haben immer einen getrennten Wohn-Schlafbereich, auch in der, nennen wir es, untersten Kategorie. Wir haben immer einen begehbaren Kleiderschrank, natürlich mit Safe dort vorhanden. Es gibt für alle Gäste an Bord kostenloses WLAN, sehr wichtig heute. Dann haben wir natürlich verschiedene Pflegeprodukte und als italienische Familie darf natürlich eine italienische Marke nicht fehlen. Wir haben Bulgari an Bord. Dann können Sie aus 9 verschiedenen Kissensorten auswählen. Sie können auch, bevor Sie an Bord kommen, über unser System MySilverSea angeben, ob Sie lieber harte oder weiche Matratzen möchten. Also es ist wirklich für Ihr gesamtes Wohlfühlen an Bord gedacht. Ja, und hier möchte ich Ihnen ein paar dieser verschiedenen Suitenkategorien vorstellen. Das ist unsere Vista Suite, die unterste Kategorie. Sie hat keine Veranda, wie Sie sehen können, aber ein großes Panoramafenster. Sie sehen hier aber sehr schön den Bereich Schlafraum und hinten den Wohnraum, immer abtrennbar mit einem Vorhang dazwischen, sodass man wirklich Schlaf und Wohnraum komplett abgetrennt haben kann. Die Panorama-Suite haben wir auf den größeren Schiffen, das heißt ab der Silver Spirit angefangen. Auch hier sehen Sie ein großes Panoramafenster, ansonsten Wohn-Schlafbereich gleichgehalten wie bei der Veranda-Kategorie. Hier sehen Sie es besonders gut. Die Suiten-Kategorie und die Ausstattung ist identisch, nur sehen Sie hinten nun auch die Veranda. Das ist, wie gesagt, die Kategorie, die wir am häufigsten an Bord haben und auch am beliebtesten bei uns ist, weil es einfach wunderschön ist, dort auf der Veranda auch abends oder morgens zu sitzen. Unsere Silver Suite, eine der beliebtesten Kategorien, nicht nur für eine Familie mit 3 Personen, sondern auch gerne für ein Ehepaar gerne genutzt. Hier haben Sie definitiv einen Schlaf- und Wohnraum richtig abgetrennt, 2 verschiedene Zimmer. Das hier ist jetzt der Wohnbereich der Silver Suite und Sie sehen von 48 bis 73 Quadratmeter. Und natürlich kann man auch durch die Fenster sehen, dass die Veranda um einiges größer ist. Das hier ist der Wohnbereich eines Beispiels unserer Owner Suite. Diese geht von 55 bis 98 Quadratmeter. Sie können auf einigen Schiffen dann auch eine Veranda-Suite noch mit Verbindungstür dazu anschließen, sodass sich dann der Raum ergibt für eine größere Familie. Ja, und was macht uns im Service so besonders? Das kann ich Ihnen genau sagen. Wir haben Butler-Service für jeden dabei. Für jeden Gast haben wir den Butler, ich sage jetzt mal, inkludiert. Was macht der Butler für Sie? Ja, er ist für Sie da, unauffällig, aber wann immer Sie ihn brauchen, ist er für Sie da. Wenn Sie wünschen, nach dem Check-in packt er gerne Ihre Koffer aus. Er kümmert sich darum, dass Ihre Suite bereit ist. Er erklärt Ihnen Ihre Suite. Er erklärt Ihnen die verschiedenen technischen Geräte in Ihrer Suite. Er fragt Sie, was Sie gerne trinken möchten, ob Sie bestimmte Präferenzen haben, die dann immer in der Minibar aufgefüllt werden. Er putzt Ihnen die Schuhe oder auch so Kleinigkeiten, was einfach immer wieder schön ist, wenn Sie eine Brille auf der Suite liegen haben. Wenn Sie abends zurückkommen, ist diese geputzt und fein in ein Brillenputztuch eingewickelt. Oder so wunderbare Dinge. Sie haben einen bestimmten Wunsch, wie ein Kollege von mir, einmal absolut Lust auf ein
ein Maß hatte und dann wird das besorgt und wird Ihnen dann auf einem Silbertablett serviert. Also wirklich, es geht um diese kleinen Dinge. Aber selbstverständlich ist er auch da, um Ihnen Restaurantreservierungen an Bord vorzunehmen, Ihre Ausflugsreservierungen für Sie zu machen. Oder dann leider auch am Ende der Reise Ihr Gepäck wieder einzupacken, wenn Sie dies wünschen. Oder wenn Sie sagen, nein, das möchte ich nicht, dann werden aber die Koffer vorbereitet und ich habe noch nie einen so sauberen und geputzten Koffer gehabt wie nach einer unserer Reisen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist unser Gourmet-Konzept. Wir haben bis zu 8 Restaurants an Bord. Ganz, ganz toll. Wir haben auf allen Schiffen, ich sage mal, das Hauptrestaurant nennt sich Atlantide. Dort können Sie kommen, wann Sie möchten, zu welcher Uhrzeit. Sie können entscheiden, ob Sie nur als Ehepaar oder wenn Sie alleinreisend sind, alleine sitzen möchten oder Sie möchten mit mehreren Menschen zusammensitzen. Das ist alles kein Problem. Hier gibt es Seafood, wunderbare Fleischgerichte. Sie kriegen Kaviar, Sie kriegen Lobster, also alles, was das Herz begehrt. Auch auf allen Schiffen, ich spreche immer von der klassischen Flotte, ist das La Terrazza, unser italienisches Restaurant mit einer Terrasse, deswegen der Name La Terrazza. Es gibt nichts Schöneres als abends bei einem wunderbaren italienischen Menü draußen auf der Terrasse zu sitzen und in den Sternenhimmel zu gucken und dabei das Essen zu genießen, wenn Sie es Fleisch möchten oder auch perfekt gebratenen Fisch, dann gehen Sie abends bitte ins The Grill. Das ist oben an Deck, wo unser Pool ist. Am Tag gibt es dort Snacks, Pizza, Fleisch, Salate und abends verwandelt sich dieses Restaurant in The Grill. Und hier haben Sie einen Hot Stone, das heißt einen heißen Stein, der wird Ihnen gebracht. Sie kriegen eine Schürze umgebunden und dann dürfen Sie Ihr Fleisch, Ihren Fisch oder auch Gemüse einfach nur selber braten. Also ein ganz tolles Erlebnis an Deck, oben am Pooldeck. Dann haben wir das Arztcafé. Wenn Sie doch immer noch am Nachmittag Gelüste verspüren, können Sie hier feine kleine Kuchen zu sich nehmen, kleine Snacks, wunderbare Kaffeesorten, Getränke aller Art, also wonach Ihnen ist, oder auch mal die Haiti-Zeit genießen mit Scones und Erdbeermarmelade, also wirklich, was das Herz begehrt. Auch noch ein Wort zum Silver Note, ist unser Jazz-Restaurant. Es war ursprünglich gedacht als reine Jazzbar, wo Sie immer einen Pianisten und eine Jazzsängerin haben, die Sie dann nach dem Dinner noch ein bisschen entertaint. Aber das war so ein Erfolg, dass wir uns entschieden haben, da auch ein Restaurant draus zu machen. Und hier können Sie dann ein etwas anderes Abendessen genießen und dazu zur Musik lauschen. Natürlich haben wir auch unser La Dame an Bord, unsere französische Haute Cuisine. Hier gibt es eine zusätzliche Gebühr von $60 pro Person, eine Reservierungsgebühr. Ebenso gleich das Kaiseki und das Saishin. Das sind unsere japanischen Restaurants, einmal auf der Silver Muse und auf der Silver Spirit. Ich kann nur empfehlen, wenn Sie Fan von Sushi sind, gehen Sie ins Saishin einmal mittags. Dort gibt es keine Aufgebühr, sondern einfach mal die wunderbar frisch zubereiteten Sushis probieren. Es ist einfach nur fantastisch. Und was ist auch jetzt wieder neu bei uns? Mit der Silver Moon haben wir das neue Konzept Salt ins Leben gerufen. Sea and Land Taste bedeutet, dass wir immer destinationsbezogen in einem Restaurant die dortigen kulinarischen Genüsse darbieten. Und hier möchte ich Ihnen auch ein kurzes Video zu zeigen, das sagt es aus, worum es hier geht. Viel Spaß dabei. We believe that food and travel are very interconnected. If you really want to feel like you've gone to a place, eating the food and learning about the food culture of a place is the best way for me. Salt, Sea and Land Taste, is a very unique program. It's very different from what the industry has been doing so far.
SALT is a new initiative to connect travelers to the places we're visiting through the food and food culture of the world. Silver Moon will showcase an entire ecosystem around culinary discovery. This will consist of the SALT Lab, which is a hub for culinary exploration, SALT Kitchen, which is our new regional focused restaurant, which will change menus as we travel along, and SALT Bar, which will allow us to experiment with new flavors and wines and drinks of the regions we're visiting. I think the real power of a project like this is that we're able to see things in port, and then when we're at sea, we're able to dissect them in a way and really learn how things are made, bring ingredients on board, bring on experts who can give context, teach us how to make things. So we're not just sort of going off and having a meal, we're really having an experience that extends that to when we're sailing. The great thing about the SALT Lab is your hub for culinary exploration, and you go with it from place to place, and we're going to get off the ship and have an adventure and eat things and then come back and talk about them, learn how things are made. So you really, it keeps you connected to the places you're visiting. Ja, ich denke, das hat Ihnen einen Eindruck gegeben in unser fantastisches SALT-Programm. Hier noch ein paar Fotos dazu. Das ist unsere SALT-Bar. Wie gesagt, hier können Sie die Getränke der jeweiligen Destinationen ausprobieren. Weine, Spirituosen, Cocktails, also alles, was das Herz begehrt aus der jeweiligen Destination. Und wie eben schon im Video angesprochen, unsere SALT-Lab. Das ist in Anführungszeichen das Labor. Das heißt, wir werden wie Ausflüge Möglichkeiten anbieten, was Sie buchen können. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, mit den Köchen auf den Markt zu gehen, die Zutaten einzukaufen und dann anschließend hier gemeinsam zuzubereiten. Sicherlich fragen Sie sich auch, wie sieht es eigentlich mit der Bordsprache aus? Wie sieht es mit dem Dresscode aus? Sie sprechen immer von luxuriösen Schiffen. Also einmal die Bordsprache ist Englisch. Wir sind, wie schon gesagt, eine monegassische Reederei mit italienischen Wurzeln, also mediterraner Flair an Bord. Wir nennen uns eine europäische Reederei mit internationalem Publikum. Das sagt eigentlich alles aus. Das heißt, wie gesagt, Englisch ist die Bordsprache. Nichtsdestotrotz haben wir immer eine deutsch sprechende Hostess mit an Bord. Sie können die Menüs in deutscher Sprache erhalten. Das Tagesprogramm bekommen Sie in deutscher Sprache oder auch die Bordzeitung können Sie in deutscher Sprache erhalten. Also das ist kein Problem, aber nichtsdestotrotz sind einfach auch die Durchsagen sind in Englisch. Das heißt, ein bisschen Englisch ist doch auch Voraussetzung. Ja, und zum Dresscode zu kommen, wir sind, auch wenn wir luxuriös sind, sind wir trotzdem leger. Wir haben am Tag legere Kleidung, das heißt, wie wenn Sie in einem 5-Sterne-Luxus-Resort unterwegs sind. Abends haben Sie dann verschiedene Dresscodes, begonnen auch mit legerer Kleidung für die Damen, Blusen, Stoffhosen, Freizeitkleider, die Herren Hemden oder auch Polohemden und Stoffhosen. Dann gibt es die informellen Abende. Da haben die Damen dann ein Kleid oder Hosenanzüge an, natürlich auch immer entsprechend der Destination und des Wetters. Und bei den Herren ist es die Stoffhose mit dem Hemd und dem Sakko. Krawatte ist optional, aber Sakko ist erforderlich. Und dann haben wir die formellen Abende. Da freuen sich unsere Gäste, wenn sie das Cocktailkleid anziehen können oder das Abendkleid, die Herren im Smoking kommen dürfen, das Dinner-Sakko dabei haben. Ja, ich hatte letztens Kunden, die gefragt haben, wann glauben Sie, dass Sie wieder losfahren werden in der aktuellen Zeit? Unser Smoking hängt schon viel zu lange im Schrank. Also Sie sehen, man hat immer noch Freude daran, auch die schöne Kleidung zu tragen. Ja, und wie sieht das aus mit der Verteilung der Abende? Also haben Sie eine 7-Tage-Reise, dann haben Sie in der Regel einen formellen Abend, das ist meistens der zweite Abend. Da begrüßt der Kapitän die Gäste an Bord und ansonsten haben Sie dann eine Aufteilung zwischen informellen und legeren Abenden.
Auf den Expeditionsreisen sieht es etwas anders aus. Hier haben wir keine formellen Abende, sondern wir freuen uns, wenn die Herren ein Sakko dabei haben, aber auch das ist nicht zwingend erforderlich, aber in der Regel hat jeder Gast doch ein Sakko im Gepäck und bei den Damen dann einfach gerne die Freizeitkleider oder die Hosenanzüge. Auch hier ist es natürlich wieder ganz abhängig von der Destination. Aber auch bei den Expeditionskreuzfahrten ist es schön, wenn man abends nach einem langen, ausgedehnten Ausflug mit vielen Eindrücken, vielen Informationen dann einmal sich auf der Suite in Ruhe frisch machen kann und dann doch schön gekleidet zum Essen geht. Ja, also so viel zu unserem Dresscode. Ich denke, da konnte ich Ihnen ein paar Informationen mitgeben. Ach, noch etwas, was wichtig ist, wenn jetzt doch ein Gast sagt, nein, er möchte auf gar keinen Fall sein Smoking mitnehmen. Wir haben es immer so bei den entsprechenden Abenden angenommen, als Beispiel, wir haben eigentlich formellen Abend, dann können Sie zum Beispiel ins Hot Rock The Grill gehen. Dort ist natürlich dann nicht formelle Kleidung angesagt, weil wir erwarten nicht, dass Sie sich selber das Fleisch auf dem heißen Stein grillen im Smoking, sondern das ist dann eine Stufe drunter, das ist dann die informelle Kleidung oder sogar auch die legere Kleidung, da ist es auch ausreichend dann im Hemd oder auch im Polohemd mit Stoffhose. Also es gibt für alle Möglichkeiten etwas. Was macht Silver Sea so außergewöhnlich? Unser All-Inclusive-Konzept. Das ist etwas, was wir wirklich seit Anbeginn, wie ich vorhin schon erwähnt habe, schon 1994 entwickelt haben. Und wir sind eigentlich bis heute absoluter Vorreiter in diesem Bereich. Wir haben jetzt ganz neu, auch wenn auch in den letzten Jahren die Flüge immer schon bei uns inkludiert waren, aber es waren immer mehr eine Art Angebot, eine Promotion. Jetzt ist es aktuell immer inklusive. Das heißt, all unsere Preise, die Sie finden, sind inklusive Flug. Wie ich schon sagte, Butler-Service in jeder Suite für jeden Gast. Wi-Fi inkludiert. Alle Restaurants, Sie hatten vorhin gesehen, welche eine Reservierungsgebühr haben. Das ist einfach aufgrund der Größe der Restaurants. Aber ansonsten, alle Restaurants sind von den Spezialitäten, die angeboten werden, die Auswahl, es ist alles im Reisepreis inkludiert. So auch die Getränke, ganz wichtig, vom Wasser über Wein, über Champagner, Spirituosen, es ist alles inkludiert. Wir haben nur eine ganz, ganz kleine Liste, noch mit ganz hoch ausgewählten Weinen, Spirituosen, Champagnersorten, die zusätzlich bezahlt werden müssen. Aber ansonsten haben Sie wirklich alles im Reisepreis inkludiert. Ja, und natürlich, was nicht fehlen darf, ist der 24-Stunden-Suiten-Service. Wenn Sie einfach auch mal keine Lust haben, ins Restaurant zu gehen oder morgens auf der Veranda zu frühstücken, kann ich nur empfehlen, ist wunderschön. Dann nutzen Sie bitte den 24-Stunden-Suiten-Service. Sie können dann Ihren Butler rufen, der bringt Ihnen dann das Essen, was Sie sich wünschen oder zum Beispiel fürs Frühstück. Das nutzen sehr viele Gäste, wenn sie am nächsten Tag einen Ausflug gebucht haben, dass man dann entscheidet, nein, ich frühstücke auf meiner Veranda und dann gibt man das am Abend vorher an, was man gerne hätte. Dann macht man sich morgens frisch oder man sitzt vielleicht sogar noch im Schlafanzug auf der Veranda bei seinem leckeren Frühstück. Ja, auch nicht zu vergessen, unsere Trinkgelder sind alle schon im Reisepreis inkludiert und ganz, ganz neu. Ab April 22 sind auf jeder Kreuzfahrt ein Ausflug pro Hafen inkludiert. Das heißt nicht, dass es jetzt nur einen Ausflug gäbe, sondern Sie können aus einer Vielzahl von Ausflügen auswählen, aber ein Ausflug pro Hafen ist inkludiert. Und in der Regel macht man ja pro Tag auch nur einen Ausflug. Im Expeditionsbereich haben Sie die gleichen Inklusivleistungen wie auf der klassischen Flotte. Was aber hier noch ganz wichtig ist zu erwähnen, es sind alle Ausflüge bei den Expeditionskreuzfahrten inkludiert. Es gibt nur, ich glaube, ein oder zwei Ausflüge in Australien, wo wir Helikopterrundflüge anbieten, weil die so einen limitierten Platz haben. Die sind extra zu bezahlen. Aber ansonsten wirklich alle Ausflüge bei Expeditionskreuzfahrten sind im Reisepreis inkludiert. In der Regel werden diese mit Zodiacs durchgeführt. Das heißt, wir nennen das Wet Landings. Das heißt, Sie landen an mit den Zodiacs am Strand. Nehmen wir jetzt mal die Warmwasserdestination, steigen aus dem Zodiac und gehen dann ein paar Schritte zu Fuß auf die Insel. Ja,
Und auch, was ganz wichtig ist, für die Kaltwasserdestinationen haben wir unseren inkludierten Expeditionsparker, die rote Jacke, die Sie dann auch bestimmt schon mal auf einem unserer Expeditionsfotos gesehen haben. Hier ist es so, da geben Sie bei Buchung Ihre Größe an, die Jacke wird Ihnen an Bord geschickt und sie gehört Ihnen. Das heißt, wenn Sie jetzt aber dann sagen, Mensch, ich habe noch eine Anschlussreise und ich möchte jetzt eigentlich ungerne die ganze Zeit diesen Parker mit mir rumschleppen, weil die Anschlussdestination ist viel wärmer, Silversea schickt Ihnen auch gerne den Parker nach Hause. So, und nun kommt das Allerwichtigste, auch wenn es sehr wichtig ist, mit welchem Schiff Sie unterwegs sind, aber was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, sind unsere Destinationen. Wo ist Silversea überall unterwegs? Ja, 7 Kontinente, 140 Länder, 900 Destinationen. Also wir sind wirklich weltweit vertreten. Wie Sie sehen, wir haben wunderschöne Expeditionen und Klassiktouren in Alaska. Wir sind auch jetzt endlich wieder dann ab 22 an der amerikanischen Westküste unterwegs. Wir haben die Galapagos-Inseln im Programm. Da werde ich gleich auch noch einen Augenblick drauf zu sprechen kommen. Dann sind wir natürlich expeditionsmäßig in der Antarktis mit verschiedenen Programmen unterwegs. Hier speziell wirklich ans Herz zu legen, wenn Sie Antarktis interessiert. Kooni ist unser absoluter Spezialist, unser Partner für diese Destination seit vielen, vielen Jahren. Wenden Sie sich bitte an Kooni Cruises. Die können Ihnen die schönsten Reisen für die Antarktis zusammenstellen. Natürlich auch für andere Destinationen, aber hier sind Sie wirklich absoluter Spezialist. Genauso in der Arktis. Also das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Dann haben wir Südamerika, wunderschöne Touren. Jetzt auch endlich wieder dann mit Manaus im Jahr 2022 mit drin. Dann natürlich wunderbare, schöne, klassische Karibik-Touren oder Neuengland oben mit Kanada inklusive. Habe ich selber mal erleben dürfen, von New York bis Montreal. Wunderschöne Tour durch den St. Lawrence-Strom, Quebec mit dabei. Wir hatten Nova Scotia, wir waren auf Neufundland. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle, unvergessliche Reise. Ja, wie ich schon gesagt habe, auch in der Arktis natürlich expeditionsmäßig unterwegs. Dann haben wir wunderschöne Touren oben, Nordeuropa bis Norwegen hoch, die Fjorde, die britischen Inseln, St. Petersburg. Hier ganz wichtig, wir haben all unsere Touren, wenn Sie St. Petersburg dabei haben, immer mit 2 Nächten vor Ort, damit Sie einfach diese wunderschöne Stadt auch ausreichend genießen können. Mittelmeer darf natürlich nicht fehlen. Ganz viele Reisen mit Monaco, mit Italien, wunderschöne Touren in Griechenland. Also einfach das Mittelmeer, wie es leibt und lebt. Ja, jetzt auch wieder zum Teil neu dabei, Afrika und Indischer Ozean. Mit Seychellen, Malediven werden wir im Programm haben. Tolle Asienreisen, so die klassische, wie ich auch gestartet habe, von Singapur bis Hongkong. Mit Thailand dabei, Bangkok dabei, dann waren wir in Vietnam, wir waren dann am Ende in Hongkong. Wunderschöne Kombination mit Großstädten, mit viel Natur kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Auch wieder Expeditionsbereich der Ferne Osten Russlands, dann haben wir natürlich Mikronesien, Melanesien, Papua-Neuguinea. Wir haben Australien im Programm, wir haben Neuseeland im Programm. Wie Sie sehen, wir fahren die ganze Welt ab. Ja, unser Leben, unsere Leidenschaft ist das Wasser und die Destination. 315 Reisen, 669 Destinationen, 114 Länder und 61 neue Häfen. Das ist das, was wir jetzt schon buchbar haben von März 22 bis Mai 23. Also wenn Sie eine Vorliebe haben und gerade aufgrund der aktuellen Situation das vielleicht verschieben mussten, schauen Sie schnell rein. Es gibt die ein oder andere Reise, die schon sehr gut gebucht ist. Also schauen Sie einmal rein, wenn Sie bestimmte Destinationen haben, die Sie interessieren. Ja, ein paar Worte zu Galapagos. Wir sind dort jetzt seit 5 Jahren unterwegs, haben bis dato die Silver Galapagos für uns dort fahren gehabt, rein nur die Galapagos-Inseln. Jetzt ab nächstem Jahr, wie ich vorhin erwähnt hatte, mit der Silver Origin, 2 klassische Touren, jeweils 7 Tagestouren.
bedeutet, Sie haben einmal die Northern Central Route und einmal die Western Route. Die eine ist mehr bezogen auf Flora und Fauna und die andere ist mehr auf die Tierwelt bezogen, was ganz, ganz wichtig und ganz toll ist, weil in der Regel fährt man nicht für eine Woche nach Südamerika beziehungsweise auf die Galapagos-Inseln. Immer wunderbar zu kombinieren, zeige ich Ihnen auch gleich. Wir haben eine tolle Reise zusammen mit Kooni aufgelegt, noch mit Peru zusammen. Aber wichtig ist auch, Sie können die beiden Galapagos-Reisen kombinieren, aneinander hängen und Sie werden nichts doppelt erleben. Ja, ein paar Worte zu dem Schiff, was ich eben schon sagte, die Silver Origin. Dieses Schiff ist rein für die Galapagos-Inseln gebaut worden. Sie hat keinen Anker mehr. Sie wird GPS gesteuert, das heißt, wenn sie an einer Stelle ist, ist kein Anker unten, der die Unterwasserwelt kaputt machen könnte, sondern das Schiff wird an einer Stelle GPS gesteuert gehalten. Ja, sie hat wunderbare Suiten, sie hat ganz tolle Außenbereiche, damit man einfach die Natur genießen kann. Ich zeige Ihnen jetzt gerade noch zwei Slides zum Innenbereich. Das hier ist das Base Camp. Wer vielleicht schon mal mit uns mit der Silver Explorer unterwegs war, der weiß selber, dass es da im unteren Bereich, wo es zu den Zodiacs, zu den Ausflügen geht, immer recht eng ist. Und das haben wir uns vorgenommen zu ändern nach den Feedbacks unserer Gäste. Das ist der Bereich, wo sie warten, wenn sie zu den Ausflügen kommen. Wunderschön hier alles auf Galapagos bezogen, die Ausstellung, die Bücher, die Sie dort finden. Sie können sich setzen, Sie können erstmal ein bisschen stöbern. Ganz hinten links sehen Sie vielleicht etwas Blaues. Das ist eine große Videoleinwand, wo Sie verschiedene Vorträge sich anhören können, wo auch immer ein Mitglied unseres Expertenteams vor Ort ist, der Ihnen dann zu den verschiedenen Bereichen Dinge erklärt, bevor Sie dann den entsprechenden Ausflug besteigen. Das hier ist unser die Observation Lounge mit dem Außenbereich, mit dem Lagerfeuer. Sie sehen viel, viel Glas, viel Panorama, sodass unsere Gäste immer die Außenwelt sehen, die Natur sehen können, das Meer sehen können, die Tiere sehen können. Das war uns ganz, ganz wichtig. Ich hatte das Erlebnis, das Schiff letztes Jahr in Rotterdam sehen zu dürfen, bevor es dann losgefahren ist Richtung Ecuador. Es hat mich einfach nur umgehauen. Wirklich ein Schiff so zu kreieren für eine einzige Destination. Es ist absolut gelungen. Mit, wie gesagt, viel Freiflächen, ganz was Besonderes. Unsere Deluxe-Verandasuiten haben im Badezimmer bodenlange Fenster. Das heißt, wenn Sie unter der Dusche sind, können Sie rausgucken in die Natur. Es kann Sie niemand von draußen sehen, ganz wichtig. Aber an solche Kleinigkeiten wurde gedacht und wie ich eben schon sagte, mit überall Fenstern, damit Sie immer die Natur sehen können. Ganz wichtig. Ja, und hier eins unserer Lieblingstiere auf den Galapagos-Inseln, der auf Deutsch Blaufußtölpel, aber im Englischen klingt es doch viel schöner mit Blue-Footed Booby. Ja, und hier, wie ich eben schon erwähnt habe, die gemeinsame Reise mit Kooni, jetzt in diesem November, eine Kombination aus Peru und unserer 7 Tage Expeditionsreise Galapagos. Sie haben Machu Picchu dabei, den Titicacasee. Sie haben Quito dabei, die Tierwelt Galapagos. Also wenn es Sie reizt, wenn es Sie anspricht, sprechen Sie bitte unser Team von Kooni Cruises an. Wir haben noch Plätze frei und es ist wirklich eine wunderschöne kombinierte Reise. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Reisen zeigen, die mir auch noch sehr am Herz liegen, sind unsere Grand Voyages im Jahre 2022-2023. Silversea hat schon immer Grand Voyages im Programm gehabt, so auch die Weltreisen. Aber hier möchte ich doch ein paar Worte zu besonderen Grand Voyages sagen, die es so bis dato auch noch nicht gab. Wir werden das erste Mal eine Mediterranean Grand Voyage im Programm haben, März 22, das heißt ab dem 30. März 22 bis 6. Mai mit der Silver Moon. Es geht los in Athen und endet in Lissabon.
Das heißt, sie haben die wunderschöne oder das wunderbare östliche Mittelmeer dabei, hoch bis Istanbul, die Dardanellen, die griechischen Inseln. Dann geht es rund um Griechenland, hoch die Adria bis Venedig mit dem tollen Fjord Kotor. Rund um Italien, natürlich auch Malta dabei, Sizilien, Sorrento, wunderschön. Und wir als Silver Sea, wir liegen nicht in Neapel, sondern wir ankern vor Sorrento und tendern dann in den wunderschönen Ort Sorrent. Auch das immer ganz wichtig, nicht wie große Schiffe, die dann in den großen Häfen liegen und die Ausflüge in die Orte machen. Wir sind immer in den jeweiligen kleinen Orten und ankern, weil unsere Schiffe so klein sind. Ja, dann darf natürlich Monte Carlo auf der Reise nicht fehlen. Ganz, ganz wichtig, das ist immer ein Muss, wenn wir in der Ecke sind, dass wir unserer Heimatstadt guten Tag sagen. Ja, dann natürlich Barcelona dabei, Palma de Mallorca, unten durch die Straße von Gibraltar bis nach Lissabon. So, und was kommt danach? Ja, dann haben wir unsere Northern Europe Grand Voyage ab Lissabon bis Stockholm. Sie geht hoch die portugiesisch-spanische Küste durch die Biskaya, wunderschöne Umrundung der Bretagne mit Saint-Malo, Honfleur. Dann haben Sie die Westküste Großbritanniens hoch an Irland vorbei. Einmal rund um Island, wie Sie sehen, rüber nach Norwegen, die Fjorde Norwegens dabei. Dann Dänemark mit dabei natürlich, Kopenhagen, diese wunderschöne Stadt. Rüber nach St. Petersburg, wie ich schon sagte, mit zwei Übernachtungen in St. Petersburg und das Ganze endend in Stockholm. Diese Reise auch mit der Silver Moon ab dem 6. Mai bis 28. Juni, 53 Tage. Und wenn Sie sagen, Mensch, das klingt so toll, kann ich das nicht einfach auch kombinieren? Selbstverständlich können Sie das auch kombinieren. Dann machen Sie unsere große europäische Grand Voyage von Athen bis Stockholm, 90 Tage vom 30. März bis zum 26. Juni. Wunderschön, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Ganz tolle Reise. Natürlich haben wir auch, wie in der Vergangenheit, im fernen Osten eine Grand Voyage. Diese hier ist nun aber auch absolut neu und besonders, geht von Melbourne bis nach Osaka. Sie sehen es an der Karte. Wir haben Neuseeland dabei. Wir haben die Ostküste Australiens. Wir haben Papua-Neuguinea, Malaysia dabei. Wir haben Singapur, das heißt Indonesien natürlich darf nicht fehlen. Wir haben Vietnam dabei. Es geht hoch nach Hongkong, Shanghai und endend in Osaka. Dieses hier, 16. Januar auf der Silver Muse, 16. Januar 2023 mit 58 Tagen. Und zu guter Letzt ist es meine besondere Grand Voyage, wieder im Programm South America Umrundung. Diese Runde sollte eigentlich die Silver Moon dieses Jahr ab Januar machen. Aufgrund der Pandemie mussten wir es verschoben. Nun wird sie im nächsten Frühling machen, das heißt ab Januar, ab 6. Januar bis 16. März wird sie in Südamerika sein und dann ab bis Fort Lauderdale durch den Suezkanal die gesamte Westküste Südamerikas mit Ecuador, Peru, dann untenrum Feuerland, Argentinien dabei. Sie haben natürlich die großen Städte wie Buenos Aires, Sie haben Rio de Janeiro. Ich kann nur schwärmen, muss ich wirklich sagen, wenn ich irgendwann mal 69 Tage am Stück freinehmen kann, dann ist das meine große Reise, die ich sehr gerne machen möchte. Und am Ende natürlich auch noch mit wunderschönen kleinen Inseln der Karibik enden sie wieder in Fort Lauderdale. Kann ich, wie gesagt, Ihnen nur ans Herz legen. 69 Tage, 6. Januar 2022 bis zum 16. März 2022 auf der Silver Moon. Ja, und hier nochmal die Benefits der Grand Voyage, ganz wichtig, natürlich der Flug ist inklusive. Sie haben vor den Reisen eine Übernachtung in dem jeweiligen Anfangsort. Es sind pro Hafen ein Ausflug inkludiert, pro Gast $1.000 Bordguthaben. Es sind besondere exklusive Events inkludiert. Diese gelten aber nur für die Gäste, die die gesamte Grand Voyage buchen.
Wir haben Transfers natürlich dabei. Luggage Service bedeutet, Sie können Ihr Gepäck auch gerne dann zu Hause abholen lassen und an Bord bringen. Dann ist Medical Service dabei. Das heißt, bestimmte Leistungen in unserem Medical Center sind inkludiert. Der Laundry Service ist dabei. Natürlich Wi-Fi ist dabei. Ja, das sind die Dinge, die für Sie in der Schweiz inkludiert sind. Und jetzt möchte ich es nicht verpassen, Ihnen noch als kurz vorm Abschluss Ihnen unsere Weltreise 2023 vorzustellen. Wir haben diese Anfang Februar geöffnet, jetzt für den gesamten Markt geöffnet seit Mitte März. Wir waren noch nie so erfolgreich mit dem Verkauf einer Weltreise, aber sehen Sie selbst, warum das so ist. Und aber nichtsdestotrotz, wir haben auch noch Platz. Wenn es Sie reizen sollte, dann lassen Sie uns es wissen. Schauen Sie bitte einmal selber rein, wovon ich spreche. Silversea welcomes you to Southside Story, all the world's a stage, our 2023 world cruise. Journey to be part of the show. Southside Story. All the world's a stage. Ja, was für eine wunderschöne Reise. Also vielleicht habe ich Ihnen ein bisschen den Mund wässrig gemacht und vielleicht wäre das eine Idee für Sie. Ja, nichtsdestotrotz ein paar Worte zur aktuellen Situation. Wie Sie selber auch wissen, wir fahren im Moment noch nicht wieder, haben aber natürlich die Möglichkeit für unsere Kunden so jetzt ausgedehnt, dass für alle Reservierungen mit Abreise bis zum 30. April 2022, die getätigt worden sind vor dem 30. April 2021, Sie die Reisen kostenlos stornieren können. Wenn Sie sich für einen Gutschein entscheiden, dieser Gutschein ist dann immer im Betrag des von Ihnen bereits geleisteten Reisepreises. Also wie gesagt, wir sind da sehr flexibel und wir sagen, wir gehen ganz stark davon aus, dass es doch in absehbarer Zukunft wieder losgehen kann, aber um uns und Ihnen auch die Entscheidung leichter zu machen, auch sich heute schon für eine Reise zu entscheiden, wie gesagt, für Buchungen, die bis zum 30. April 2021 getätigt sind, können bis zum 30. April 2022 kostenlos storniert werden, wenn Sie sich für einen Gutschein entscheiden. Ja, und dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank auch an Kooni Krosus, uns die Gelegenheit gegeben zu haben, uns hier auf der virtuellen Messe leinenlos vorzustellen. Ja, vielen Dank und bleiben Sie gesund und bis bald.
Ganz herzlichen Dank, liebe Kirstin. Tolle Bilder, die wir gesehen haben. Schöne Routen. Da komme ich gerade wieder ins Schwärmen und es fängt an zu kribbeln. Ich hoffe, wir haben auch bei euch ein bisschen die Reiselust können kützeln. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass man Silbersee ja bereits bis ins 2023 kann buchen. Und das ist eben umso wichtiger zu wissen, weil bereits jetzt sind viele Abfahrten im 22 schon sehr, sehr gut gebucht. Das kommt natürlich darauf raus, weil man im 20 nicht hat können reisen, jetzt im 21 ebenfalls noch ein bisschen schwierig ist und die Leute natürlich ihre Reisen immer wieder verschieben um ein Jahr. Also wenn ihr jetzt vielleicht ein spezielles Jubiläum zu feiern habt, nächstes Jahr, oder ihr habt eine spezielle Route im Visier, oder ihr wollt unbedingt nur Kabine XY, dann empfehle ich euch jetzt bereits die Reisen vom 22, allenfalls schon 23 anzuschauen und zu buchen. Gut. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn Silbersee wieder eine Aktion hat, oder ein neues Schiff auf den Markt bringt oder auch was sonst in der Kreuzfahrtszene läuft, folgt uns auf Facebook, dann seid ihr immer aktuell informiert oder abonniert nach unseren Kuni Cruises Newsletter. Dann wären wir jetzt am Schluss von der Präsentation. Wenn ihr noch Fragen habt, sei es zu Silbersee Cruises oder zu sonst Schiffsreisen, dann könnt ihr euch jetzt entweder an unseren Stand von Kuni Cruises beamen oder ihr lauft noch etwas durch die Messe und kommt so zu uns am Stand. Unser Team ist dort und tut euch sehr gerne beraten. Ich danke nochmal herzlich für die Aufmerksamkeit, auch im Namen von Silbersee Cruises, und wünsche euch noch viel Spass weiterhin hier an der Messe. Ade miteinander, merci.